Grüß Sie, der Mandy spricht, hallo. Er hat es wieder getan. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer, mein Landeshauptmann, hat in einem Interview neuerlich für eine Zwangsimpfung plädiert. Also Impfpflicht wird das verharmlosend genannt. Er tut das nicht das erste Mal. Er hat das schon in einem Interview im Frühjahr gesagt, wo er gemeint hat, naja, wenn sie nicht genug freiwillig impfen lassen, ja, dann war er für Impfpflicht. Und jetzt tut er das Ganze wieder. Und zwar Oberösterreichische Nachrichten, 5. Dezember 2020. Er wird gefragt, Sie haben sich im Mai für eine Corona-Impfpflicht ausgesprochen. Gilt das noch immer? Er sagt drauf, wir können das weiter diskutieren, wenn wir den Impfstoff in Händen haben. Wenn man sieht, welches Leid das Virus verursacht, mit tagtäglich vielen Todesfällen, und wenn man sieht, wie das wirtschaftliche und persönliche Leben betroffen ist, muss man eine größtmögliche Impfrate doch im Interesse eines jeden sein. Und wenn man leider keine ausreichende Impfrate erreichen sollte, dann muss man als Ultima Ratio auch darüber reden. Ich würde das dann auch machen. Jo, wir reden da, wisst ihr, nicht über eine Zeckenimpfung, wir reden da nicht über eine Impfung gegen Kinderlähmung, wir reden da über einen Impfstoff, den es noch nicht lang gibt, der jetzt kurz vor der Zulassung steht, der der schnellst zugelassene aller Zeiten sein wird. Wir reden über einen Impfstoff, der auf RNA-Basis produziert wird, der erste zugelassene RNA-Impfstoff sein wird, den es jemals gegeben hat. Ja, wir reden über einen Impfstoff, wo man über allfällige Langzeitfolgen noch gar nichts sagen kann, logischerweise, weil das so schnell durchgezogen wird. Und der Landeshauptmann Stelzer ist da wieder eindeutig dafür, dass man, naja, also wirklich da ein Mann. Wenn sie nicht nur freiwillig impfen lassen, na dann bitte, dann muss man ein wenig nachhelfen, dann macht man halt eine Impfpflicht, sprich Zwangsimpfung. Ja. Ähnlich ausgesprochen hat sich auch die Frau Irmgard Gries, ehemalige Präsidentschaftsbewerberin in Österreich. Die habe ich bisher für eine intelligente Frau gehalten. Habe ich sogar gewählt bei der letzten Präsidentschaftswahl, ich gebe es zu. Ja, ist natürlich eine Enttäuschung jetzt. Noch einmal, ich kann nur von mir reden, ich bin kein Impfgegner, ganz im Gegenteil, aber ich finde, jeder erwachsene Mensch sollte frei entscheiden können, gegen was er sich impfen lässt und gegen was er sich nicht impfen lässt. Und sämtliche Anzeichen, die da immer deutlicher werden und in Richtung einer Zwangsimpfung deuten, die muss man sehr genau beobachten und sehr kritisch sehen, weil verlässt sich nicht drauf, dass der Kurz gesagt hat, Zwangsimpfung kommt nicht, und der Einschober gesagt hat, es gibt keine Impfpflicht. Also, wisst ihr, der Einschober hat ja auch, ich glaube, 2-3 Tage vor dem letzten Lockdown noch gesagt, wie sie ihn angeredet haben, er könnte ein Lockdown kommen, und hat gesagt, nein, das ist nicht nur eine Entendemeldung, das ist sogar ein Ententeich. Ne? Ja, also verlässt sich nicht drauf. Man kann es jetzt natürlich so sagen, wie unser Bundeskanzler, der ja offenbar gottgesandt ist, wir kriegen die erste hundertprozentig sichere Impfung in der Menschheitsgeschichte. Ja, wer es glaubt, wird völlig egal. Also bleiben wir wachsam. Abschließend an meine Abonnenten die Bitte, dass das Video weiterleitet, und an alle, was sie sonst anschauen, auch die Bitte, dass sie es weiterleitet und dass sie ein Abo macht. Sie hat alles zu bis Ende des Jahres 100 Abonnenten. Ich meine, das ist ein Ziel, da lachen die großen YouTuber drüber. Aber ich lache nicht drüber, weil es gibt so viele tolle YouTube-Kanäle, die optisch gigantisch aufgezogen sind, die
Effekte haben, Specials haben. Ja, das habt ihr bei mir alles nicht. Also da quatscht der Typ im Dialekt daher, hoffentlich nicht alles kosten, Blödsinn. Und okay, ihr kriegt wenigstens unterschiedliche Locations bei mir zum Sägen, also in der Wohnung zum Beispiel, am Balkon draußen, im Wald habe ich einiges gemacht, im Auto mache ich auch Videos, bin ich auch schon gefragt worden, warum machst du Videos im Auto? Antwort, ja, warum nicht? Also, Freunde, da hat mich gefreut, wenn wir nur ein wenig mehr wären, jetzt sind es 75 Abonnenten, das ist ja ganz schön, und vielleicht werden es 100 bis zum Jahresende. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und vergesst nicht, Stockfürcht ist auch gestorben.